seien ABC-Element n, betrachten Sie A plus B mod n und A mod n und B mod n und finden Sie einen Zusammenhang. Und das Problem ist, dass die Aufgabe erstmal sehr allgemein gestellt ist. Und wenn wir so eine allgemeine Aufgabe haben, machen wir einfach mal einen Spezialfall und gucken mal, was da passiert. Also, der Spezialfall, den habe ich vorgegeben, der heißt A gleich 5, B gleich 2, N gleich 4. Also, schreibt da auf, was ist in dem Fall A plus B mod N, was ist A mod N, was ist B mod N. Also, vielleicht schreiben wir A mod N ist 5 mod 4, selber hinschreiben. B mod N, selber hinschreiben, A plus B. So, also, fangen wir an. 5 mod N ist, 5 mod 4 ist? Ja, 1. Gut, schreiben wir mal die 1 hin. B mod N, was müssen wir bei B mod N jetzt hinschreiben? Ja, 2. 2 mod, mod was? 4. 2 mod 4, was ist denn 2 mod 4? Also, rechnen wir mal aus. 2 geteilt durch 4 gleich 2. Also 0 plus 2. So, sehr gut. Und was ist also 2 mod 4? 2. Jo, weil das der Rest ist. Ja, natürlich. War ja alles okay. Ich hab's ja auch. So, und jetzt fehlt uns noch A plus B mod M. Ja? Das sind 7 mod 4 gleich 3. So, und jetzt vergleichen wir A plus B mod N, A mod N und B mod N und stellen eine Vermutung auf. Also welchen Zusammenhang gibt es zwischen A plus B mod N, A mod N und B mod N? Welchen Zusammenhang gibt es da? Vermutlich? Schaut ihr. Ja? Das ist ja die Ausklammern. Nein, das ist keine Ausklammerung. Nein. Nochmal schauen. A plus B mod N. A plus B mod N ist 3. Also hier steht quasi die 3. A mod N ist die 1. B mod N ist die 2. Vermutung. Vermutung ich jetzt. Ja? Also das Ergebnis von A plus B mod N ist gleich A. Das ist das Ergebnis von A mod N plus B mod N. Das ist die Vermutung. Aber ich muss leider sagen, also es ist richtig, das wirkt auch so, als könnte das sein, es ist auch fast richtig. Aber nur ein ganz kleines Fehlerchen ist drin. Das Problem ist, es geht, manchmal stimmt es, aber leider nicht immer, sondern diese Zahl, die hier hinten steht, die kann zu groß werden. Und das werden wir jetzt anhand eines zweiten Beispiels zeigen. Also wie gesagt, nochmal die gleiche Aufgabe. Jetzt nicht mehr A gleich 5, B gleich 2, N gleich 4. Also ich muss haben A gleich 7, B gleich 7, N gleich 4. So, versucht jetzt mal mit A gleich 7, B gleich 7, N gleich 4 diese Aufgabe zu machen. Also, was ist A plus B? 14 mod 4 ist gleich 7 mod 4 und 7 mod 4. So, was ist 14 mod 4? Ja? 2. Jo, tatsächlich, weil 14 geteilt durch 4 ist 3 Rest 2. Das heißt, diese Zahl ist 2. So, was ist 3 mod 4? Ja? 3. Jo, und dann steht hier, was 7 mod 4 ist 3. 7, das ist auch 3. Und hier steht jetzt 2 gleich 3 plus 3. Das wäre 6, das ist zu groß. Ich habe gesagt, manchmal ist diese Zahl hier hinten zu groß. Das heißt, wir müssen das Ergebnis nehmen und nochmal nehmen und dann stimmt's. Also was müssen wir mit der 6 machen, bezogen auf Modulo 4, um auf die 2 zu kommen? Ja? 3 plus 3 mod. Nochmal mod 4. Ist richtig. Oder andersrum, die Gleichung hat nicht hin, aber hier kann es sein, dass die Summe zu groß wird. Und wenn die Summe zu groß wird, nochmal mod n.
Also die Formel heißt A plus B mod n gleich A mod n plus B mod n. Wenn die Zahl klein genug bleibt, stimmt das. Wenn sie aber zu groß wird, muss man nochmal mod n machen, nämlich 6 mod 4 ist 2. Gut, und das ist dann die Formel.